So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Im letzten Part hatten wir, sagt's mir, Kapitel 5 abgeschlossen. Und sind durch die Burgkanalisation, wie ihr es gesehen habt, durchgelatscht. Heute starten wir mit Kapitel 6 im Burghof. Despite his best efforts to try entering the castle unnoticed, the vampires know that Gabriel is coming. Night is fast approaching, and soon he will have to use all his wits and powers to defeat what nightmares inhabit this place of death and decay. His strength grows by the day, and yet his hate intensifies deep within. He eats little and sleeps less. She is there in his thoughts, his beloved Marie. He knows that his journey is far from over. This castle, I fear, will push him into the abyss, from which there is no escape. Ja, das klingt sehr schlecht und dramatisch und scheiße halt. Dann gehen wir halt bei Irland, ne? Fledermäuse. Yay. Hier kann ich mich doch dann... Ja, so geht das. Und da sind wir schon im Burghof. Den Jungbrunnen nehme ich mal mit. Gibt's hier? Ich glaube, da muss ich hin. Da muss ich Anlauf nehmen. Ha! Mehr bei was, Fiore, kannst du nicht tragen. Also am Schluss muss ich ja... Ja. Ich hab nichts gesehen. Wisst halt nur, dass ich doof bin. Oh, und da kommen schon die blöden Rüstungen wieder. Schattenmagie ein bisschen aufpowern wieder. Aufbomben hier. Das war's schon mit dem Geist. Die Lichtmagie noch ein bisschen. Aber das sind einfache Gegner. Wenn man es einmal raus hat. Wenn sich das Bewegungsmuster angeeignet hat von denen und so. Meine Frames sind auch gerade richtig gut. Alles super. Hat ich doch alles schön gerade. Schattenmagie auf Power, Alter. Gib den her. Darfst dich nicht verteidigen. Danke dir. Auf Robben. Oh, ne. Komm raus. Hat sich die Geschichte auch schon erledigt. Mama hat mal, das geht auf. Ach so, ich muss da sofort reinspringen. Okay. Dann machen wir das halt mal, ne? Zack. Och nö, Skelette.
Nicht gerade wenig. Da liegt eine Leitsche. Was hat er? Eine Schriftrolle. Ich glaube, dass ich mir das Bein gebrochen habe, als ich heruntergefallen bin. Also steht es nicht da. Sieht es. Alter, ich kann nicht reden. Also sieht es nicht danach aus, als würde ich bald hier herauskommen. Es ist wirklich seltsam. Anscheinend halten sich die Vampire vage und Trolle. Ich schätze, dass sie sich an ihnen laben, wenn die menschlichen Blutvorräte zur Neige gehen. Ich habe gehört, dass diese Burg vor Jahrhunderten der Bernard-Dynastie gehörte. Sie wurde wohl vertrieben, als die dunkle Fürstin der Vampire auftauchte. Etwas bekommt näher. Es klingt wie das Klappern von Knochen. Da geht die scheiß Skelettkämpfe wieder los. Ich hasse sie einfach abartig. Und ich. Das geht jetzt ab. Was drehen die Vampire da auf? Tricksäcke. Ein Warg noch dazu. Aber wenigstens sind sie so fair und haben Dings gemacht. Du frisst mich nicht. Und das war's. Das eine Skelett haben wir schon mal zerlegt. Da legt man dann den Wagen. Machen wir halt mal Schattenmagie hier ran. Na, du bist jetzt mal einer. Obwohl, ich muss mir nochmal einen Bark zähmen, glaube ich. Ja, lass noch einen frei. Juckt mich gerade nicht. Lebensmagie-Stein. Ich hau die einfach um. Du provozierst es ganz schön, mein Freund. Na komm, ich zähme mich jetzt auch. Und dann kann ich erstmal wieder meine Magie aufladen. Dann klettern wir hier halt mal auf.
Ein Vampir zerlegt. Zwei Vampire. Und den Wagen zerlegt. Ihr könnte... Ja, hier könnte doch was versteckt sein. Ah, das sieht stark nach... Hier geht's weiter aus, Junge. Obwohl, hier komme ich wieder zurück. Ich gehe erstmal nochmal zurück. Da hinten gibt's einen Jungbrunnen. Ich gehe mal rüber. Oh shit. Gabriel macht keinen Quatsch. Da liegt einer. Der hat eine Schriftrolle. Ich habe gehört, dass das Relikt in der Abtei nicht nur Vampire vernichten kann, sondern auch in Verbindung mit Lichtmagie einen temporären Schild erzeugen kann, der den Träger einhüllt. Wie sehr ich mir wünsche, einen derartigen Gegenstand zu besitzen, denn die Vampire sind stark und ich bin des Kampfes müde. Ich muss mich ausruhen, sei es auch nur für ein paar Minuten. Sieht ein bisschen mehr ausgeruht. Du bist bereits kerngesund. Dann geh mal zurück. Die haben mir hier nur eine Info gegeben, die ich schon längst wusste. Aber trotzdem gut, dass wir zurückgegangen sind. Wer weiß, ob wir das noch erfahren hätten. Ups. Ach nö. Viele Skelette. Scheiß Skelette mir auf die Nerven. Aber alle zusammen. Ja, ist klar, Alter. So, Kollege. Ich bitte mir hier keine weiteren Störungen. Und zack. Erledigt. Aufladen. Unbedingt aufladen. Ich traue dem Frieden hier nicht. Schon wieder Fledermäuse. Die können wir auch noch sprinten, finde ich. Und wir haben es geschafft. Der Burghof ist abgeschlossen. Die Magiesteine haben alle gefunden, die es da drin gab. Finde ich sehr positiv. Und wir können uns irgendeine Technik holen. Oder zumindest verbessern. Lichtkräfte wahrscheinlich.
Lichtblitz. Na gut, hören wir uns alles mal so nach und nach. Dann machen wir das hier mal wieder zu und Mission fortsetzen. Dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle hier einen Cut. Und wie immer, wenn es gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben, Abo oder ein Kombi da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.